Maximale Reichweite. Da. Nochmal. Da. Nochmal. So. Ja, so sieht gut aus. Hoch, 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 hoch. So, fangen wir hier an. Licht. Habe ich Licht mitgebracht? Ja, habe ich. Du, weg. Licht. Die sind zwei breit. So, mehr Licht. Gut, also, ihr habt keine große Stromabdeckung. Dafür müssten diese anderen Dinger da sein. Die da. Substation. Supply Area 14 mal 14. Das klingt gut. Da brauchen wir allerdings rote Chips für und Kupferkabel. Warte mal. Habt ihr noch so eine Idee? Geh mal schräg. Das wird niemals was. Mach einfach. Da hin. Weil eigentlich braucht man nur eine Verteidigung nach oben links. Ich denke nicht, dass von unten rechts jetzt plötzlich Gegner ankommen und unsere Dinger da auffressen. Hier nach oben und hier baust du jetzt die Dinger hin. So, so in einem ganz komischen, krüppeligen neuen Muster? Nein. Du weg, du dahin. Nee, das geht nicht, du bist zwei breit. Egal. So, also hier kommt jetzt unsere Abwehrstellung hin. Lasertürme en masse. Die hier unten wird man wahrscheinlich gar nicht... Oh, da kommen sie schon. Okay, das ging schnell. Vor allem spawnen die jetzt instant nach. Das könnte ein ganz schönes Problem werden mit der Stromversorgung, weil wir durchgehend hier Beschuss haben. Gucken wir mal. Kommt noch kein neuer Trupp an, das ist okay. Trotzdem mit doppelte Mauer ist vielleicht eine gute Idee. Ja. Die schönen Keil hier bauen. Mit eigentlich noch mehr Lasertürmen. Da, bauen wir nochmal 5. Wir kommen auch noch gleich hier hin. So. Von oben können sie theoretisch noch kommen. Aber das bezweifle ich irgendwie. Und wenn, könnten wir versuchen, hier hinzulocken. Laserturm. Dahin. 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 Die nächsten, die wir noch bauen, stellen wir gleich dahinter. So. Okay. Also, Abwehranlagen sind da. Jetzt brauchen wir ganz viel Eisen. Und dann hier unten noch eine Bahnstation. Genau. Also, zur Bahnstation machen wir es mit Oldschool. Fließbändern. Wahrscheinlich mit schnelleren Fließbändern. So. Weil da kommt ja ganz gut was zusammen, denke ich. Dann brauchen wir Kisten. Iron Chests müssten okay sein. Machen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5 waren das, glaube ich, nebeneinander bei einer Bahnstation. Müssen wir nur noch anpassen. Die werden beladen. Brauchen wir ja schnelle Ärmchen. Schnell. Achso, da oben landen die. Du, da, du, da. Ihr habt keinen Strom. Ja, kriegt ihr gleich. Nee, die Kolonien müssen nicht gut aussehen. So, du, da. Da kommt das ganze Zeug jetzt hin. Wir brauchen mehr davon. Viel mehr davon. So. Kohle abbauen auch, ja oder nein? Spricht nichts wirklich gegen. Außer es ist gerade falsch so. Damit wirklich alle Ressourcen hier rausholen, ist man ziemlich Wayne dann. Du. Wer dann. Oh! Unser Kupferding ist wieder angegriffen. Wird zerstört. Mining Drill zerstört.
Das ist nicht so schön. Wird repariert. Aber wir haben nicht genug Mining Drills im System. Da. Ja, mal eben gar keine Türme hier in der Nähe. Ist natürlich sehr schön und sehr sicher. Bauen bitte 3 Lasertürme. Mach die doofen Bäume hier weg. Ja. Mauer weg. Hier kriegst du jetzt Mining Drills. Da müsste jetzt nur ein Bauroboter kommen, den Mining Drill nehmen und da oben hinbringen. So, zu. Lasertürme. 1, 2, 3 Lasertürme wenigstens. So, und alles beim Alten. Achso, Mauern kriegt ihr auch noch. So, so bei Doppelmauern. So. Ich hoffe mal, die bleiben denn da und werden da angeschossen. Sonst ist das doof. Gut. Zurück zu unserem eigentlichen Projekt. Die hier müssen auch alle weg. Weg. Auch wenn da wahrscheinlich gar kein Roboport in der Nähe ist. Oder? Ah, doch. Da kommen sie. Sehr gut. Alles weg. Wir wollen mit unserem Auto schön drumherum fahren können. Hier wäre noch Stein, aber das brauchen wir nicht. So, da sammelt sich schon das Erz. Nö, weil das Zeug da oben keinen Strom hat. Können wir inzwischen so ein Umspannwerk? Nö, nicht beliefert worden. Schade. Okay, dann kriegt ihr halt normalen, komisch positionierten Strom. Da. So, füllt sich. Okay. Bahnstation. Bahn. Achso, warte. Wir brauchen hier jetzt noch eine Reihe Ärmchen, die dann auch wieder Strom brauchen. So. Wir brauchen unbedingt dieses Umspannwerk. Das geht gar nicht so. Ah ja, also Ärmchen, die es vom Fließband in die Kiste tun, dazwischen lagern. Wenn die Bahn kommt, schnappen sich die das da schnell aus der Kiste und beladen damit die Bahn. Die Bahn, die hier hält. So, dann mussten wir hier irgendwo einen Stopp nachher reinbauen. Und dann muss sie jetzt hier runter einen Knick machen und dann hier irgendwo anhalten. Ja, weil es ist nicht mehr in dem... nicht in dem Roboter-Abholbereich, aber ist nicht schlimm. Können wir ja wie hier hinten machen. Dass es dann wieder abgeholt wird von Transportbändern. Oh, reinfahren? Fragezeichen in die Basis. Davon war ich eigentlich mal ein Fan gewesen, aber ich bin... Ich weiß nicht, ob das noch so eine gute Idee ist. Ich glaube, ich lasse es echt wirklich hier vorfahren und dann wird es hier abgeladen, unter der Mauer durchgeschoben und dann wird es hier von Robotern abgeholt. Das ist, glaube ich, besser. Was ich jetzt aber echt erstmal brauche, sind Ressourcen. Weil da oben rumwuseln mit nur halbem Kram und so ist irgendwie doof. Und ich brauche hier mehr Licht. So. Also Roboter bringt mir Zeug. Stahl, rote Chips... was noch? Kupferplatten. Kupferplatten, ja, habe ich auch angefordert. Sehr komisch. Scheinen alle zu streiken. Weil ich meine, Kupferplatten, da müssen wir noch echt welche vorrätig haben. Ah, Stahl und Chips ist schon mal gut. Zahnräder kommen auch. Mauern. Und das war's, keine Kupferplatten. Haben wir überhaupt Kupferplatten? Nö, haben wir nicht. Okay, daran können es liegen. Ich klaue mal 100 Kupferplatten. Sorry. So. Weil rote Tränke kommen. Haben wir echt genug von. Also, Kupferplatten hätte ich schon mal. Jetzt brauche ich noch rote Chips. Ja. Ich bin jetzt eigentlich auf dem Weg gewesen, die blauen Chips kurz auszustellen, damit ich mehr rote Chips habe. Aber das ist doch doof. Was fehlt euch? Euch fehlen Kupferplatten, richtig? Plastik? Och nö, jetzt... Wir haben ein Plastikproblem schon wieder. Das hatten wir noch gerade erst gelöst gehabt vor kurzem. Kein Petroleumgas.
Hört auf, die verdammte Schwefelsäure herzustellen. So, Plastik. Okay. Haben wir wieder ein Ölproblem. Staut sich irgendwo irgendwas. Das wird alles weiter verarbeitet. Lubricant ist genug da. Das ist nicht voll. Das ist auch nicht voll. Wir haben einfach nicht genug Öl. Also irgendwo wird wieder ein Kasper drin sein. Hier wird direkt angeliefert. Viel zu wenig, aber es wird direkt angeliefert. Ich sehe keine Fässer fliegen. Da eins, ja. Mensch, Mensch, Mensch. Viel zu viele Engpässe hier. Da, Öl. Staut sich hier wieder irgendwas an Fässern. Warum sind die leer? Achso, leere Fässer sind richtig, ja. Hier kommt aber viel zu wenig Öl rein, weil es halt nur zwei Pumpchecks sind, 0,1. Das ist okay. Hast auch nur 20 requested. Gucken wir runter. Da alles okay ist. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass schon wieder da ein Problem ist. Oh, ups. Alle, komm mit. So, hier. Öl kommt rein, Öl kommt rein. Hast mehr als genug Fässer. Warum 100 Stück? Du willst keine 100 Stück, du willst 20. Nimm da mal ein paar raus. Nur für den Fall, dass irgendwo hier was gestaut hat. So, da kommt jetzt Öl an. 0,3, 0,3, 0,3. Das ist mir eben dreimal so effektiv oder noch mehr wie das da oben. Das heißt, es werden ab und an Fässer abgefüllt, aber es ist auch nicht genug. Du bist auch schon alle, du bist auch schon alle. Oh, hier haben wir genug Stein, aber du kannst weg. Und du kannst weg. Du bist leer, kannst auch weg. So, wie schaut's hier aus? Zu viele Fässer. 20 reichen vollkommen. Stopp, Gerogon. Der Gerogon der Vergangenheit, hat er jetzt einen Fehler gemacht und du bügelst ihn aus? Oder hat er es richtig gemacht und du machst es gerade wieder kaputt? Wie? Ich will es jetzt eigentlich mit weniger Fässern hier drin haben, damit sich nicht irgendwo, wie zum Beispiel hier, die ganzen Fässer ansammeln, obwohl sie woanders gebraucht werden. Da spricht nichts gegen, oder? Wenn hier 20 Stück sind. 20 Stück reichen eine ganze Weile. Ja, komm mal raus hier. Du auch 20. So. Und die hauen wir hier rein, dass sie zur freien Verfügung stehen für alle anderen Dinge auch. So, und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kisten, die wir aufstellen können. Karte. Ich finde das hier unten eigentlich schon ganz schick vorbereitet, auch mit dem Reinfahren. Und ja, ich weiß, was ich gerade oben gesagt habe, aber oben ist halt ein bisschen doof wegen den ganzen Ölgeschichten und so. Hier unten ist richtig Platz. Also ich glaube, ich lasse die Bahnstation hier. Und wir lassen die Bahn von hier aus nach oben fahren. Problem sind die Basen da. Vorgeschobenen Basen. Und wir müssten hier an dem See vorbei. Also es ist recht eng dran. Ich guck mal, wie eng genau. So, hier müsste das Ding durch. Wo ist der weiteste Punkt? Oh, und unterwegs sind wir. Irgendwo wird irgendwas angegriffen. Ein Strommast wird angeknabbert. Nein! Die greifen doch von unten an, die elenden, elenden Viecher. Wir räumen von hinten gerade das Feld auf. Ja, sehr schön. Ja, lauf, lauf mit deinen mechanisch verbesserten Beinen. So schnell du kannst. Vor allem haben jetzt die Türme oben auch keine... Was? Schienen werden zerstört? Es war ein Beißer. Das ist sehr komisch. Sehr, sehr skurril. Und wir haben immer noch keine roten Chips für das Ding. Okay, ich hätte gerne normale Strom.
Strommasten.